Hallo. Wir haben ganz viele Antworten von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Im Moment sitzen wir damit. Das bedeutet, wir sprechen darüber. Wir wollen eure Welt verstehen und sehen, was hilfreich sein könnte für das, was gerade in deinem Leben abgeht. Wir werden ein paar grundlegende Dinge zuerst ansprechen, um dann noch einzelne Themen in den nächsten Wochen wirklich so herauszupicken. Und wir nennen das Ganze Speak to That. Lass uns darüber sprechen. Genau. Das Erste, was wir dir erzählen wollen, ist, dass es bei allem, bei allen Dingen, die wir ansprechen oder über die wir reden, ein Gefühl gibt dazu. Und das Gefühl ist die Ruhe unter dem Sturm. Das Gefühl ist der Ozean, ein halben Meter tiefer unter den Wellen. Das Gefühl ist being at home, zu Hause sein. Wie sich diese Wahrnehmung für dich anfühlt, das wissen wir nicht. Wir versuchen mit Bildern und Metaphern dahin zu zeigen. Aus diesem Raum entstehen neue Gedanken, Klarheit, Leichtigkeit. Und dann gibt es eine andere Wahrnehmung. Und diese andere Wahrnehmung, dieses andere Gefühl, das ist, wenn wir in unserem Kopf sind, wenn wir da inmitten des Sturms uns befinden. Und auch hier, diese Wahrnehmung kann körperlich, emotional, physisch, psychisch sein, aber sie ist immer angespannter, mehr Druck, Gefühle wie Unsicherheit, Wut, Trotz, Sturheit, bis hin zu nichts mehr fühlen. Und ich war ein Typ, der so viel gedacht und gefühlt hat und immer mittendrin war in diesem auch impulsiven, überemotionalen Teil, dass ich Strategien suchte, um nichts zu fühlen. Ich habe etwas getrunken oder gekauft. Und dann gibt es Typen, wie Shelia er war, die hat auch ganz viel gedacht und analysiert und war genauso, hat genauso ihre Gedanken gespürt von Moment zu Moment. Aber das war so anstrengend, dass es irgendwann in nichts mehr fühlen hineinging. Und darüber wird sie dir jetzt etwas mehr erzählen. Danke, Lea. Ja, ich hab nichts mehr gefühlt. Und zwar, ich beginne meine Geschichte auf einem Tisch in einer Osteopathie-Praxis in München, wo ich damals gelebt habe. Und ich bin zu diesem Mann gekommen über eine Empfehlung, nachdem ich 4 Jahre lang mit einer halbseitigen Körpergefühlsüberschuss hatte, also Schmerzen im linken Arm, die sich ausgebreitet hat, im Brustkorb, ins Gesicht, im Bein, so weit, dass ich fast 4 Jahre lang nicht schlafen konnte. Und nachdem ich von einem Arzt zum anderen gerannt bin, vom Neurologen zum Orthopäden und was weiß ich, alles untersucht, suchen habe lassen,
bin ich in diese naturmedizinische Behandlung gelandet. Und ich hatte schon einige Sitzungen hinter mir, die alle so körperlicher Art waren. Wenn du beim Osteopath gewesen bist, dann weißt du, wie gräbt tief in die Organe, entspannt verschiedenste Verbindungen im Gewebe. Aber wir waren in Richtung der letzten Sitzungen. Und wir haben uns sowas wie verabschiedet. Also es war so, ich ziehe nach Frankfurt, die Behandlungen gehen zu Ende. Und ich glaube, dass der Osteopath mir einfach eine Beobachtung auf den Weg geben wollte, weil er mich dann nicht mehr sehen würde. Und er sagte sowas wie, Frau Stevens, das einzige Problem, das Sie haben, ist, dass Sie hier oben sind und nicht im Herz. Ich hatte keine Ahnung, wovon dieser Mann gesprochen hat. Er hat gesprochen mit einem Teil von mir, was das verstehen konnte, aber mein Verstandeskopf ging das nicht rein. Und über einige Tage danach grübelte ich, was meint er denn? Was meinte er denn? Ich müsste ins Herz kommen. Ich habe nämlich damals überhaupt nicht wahrgenommen, dass ich so lange in meinem Kopf gelebt habe, in meinen Gedanken versunken, im Analysieren von meinem Leben, im drüber nachdenken über alles, im Funktioniermodus. Also ich würde sagen, also mein Begriff, ich heute auf die Zeit zurückblickend sehe, ist, ich war wie ein Roboter. Ich habe nur funktioniert, alles über den Kopf. Und wenn du mir damals gesagt hättest, wie Lea gerade erklärt hat, es gibt was Drunterliegendes, ich hätte überhaupt nicht gewusst, was sie meint. Ich war taub oder ich konnte es so nicht fühlen. Erst viele Jahre später habe ich begonnen, oder hat eine Verschiebung stattgefunden. Ich habe begonnen, immer mehr raus aus meinem Kopfleben zu kommen, einfach nur ein bisschen am Anfang und später mehr und mehr. Und plötzlich verstand ich, was der Osteopath mir gesagt hat. Ich fühlte das erste Mal dieses Heartbeat of Life, dieses Pulsieren des Lebens, was da ist, wenn wir rutschen von dem Kopfwelt, von dem Gefühl unserer Gedanken in das Gefühl des Lebens, von dem Lea sprach. Und deswegen, wir wollten einfach darauf hinweisen, falls es dir so geht in den nächsten Wochen, wenn wir neue Videos drehen, wir werden vielleicht öfters darüber sprechen, der Unterschied zwischen in dem Gefühl, unsere Gedanken zu sein, versus das Gefühl, im Leben zu sein, in diesem Heartbeat des Lebens. Wenn du das nicht fühlen kannst oder verstehen kannst, mach dir keine Sorge. Ein Teil von dir hört das auf eine andere Weise und kann damit was anfangen. Und unsere Einladung für dich ist, beobachte für dich. Vielleicht fällt dir plötzlich auf, oh, ich bin unsicher, ich zweifle. Und nur schon dieser Moment des Ahas kann etwas für dich verändern, indem du zu spüren beginnst, wo du gerade bist. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke.